Hallo, mein Name ist Eddie und ich spiele Titan Quest in der Anniversary Edition. Und unser Held Edelithios befindet sich vor Gizeh. Und ich wollte mal einen Schritt zurückwagen und mir die Pyramiden bzw. die Sphinx hier genau anschauen. Uns fehlt nämlich auch nur noch eine Spektralmaterie, um endlich zu unserem ersten und einzigen Artefakt zu kommen. Und ich hoffe, dass wir die jetzt hier direkt looten können. Geil. Richtig gut. Ich muss mal den Sound ein bisschen leiser machen bei mir. Ah, viel besser. So, die sammeln wir ein. Ich schau nochmal. Jetzt haben wir hier zwei und ich glaube, wir haben schon drei bei uns im Lager. Und da werden wir jetzt auch hingehen. Ja, so beginnt auch eine Folge. Fantastisch. Ich freue mich. Oh, ihr seht jetzt gar nicht mehr hier den Ladebildschirm hier in der Ecke. Das Ladebild. Aber dafür seht ihr mein wunderschönes, prächtiges Gesicht. Sorry dafür. Oh, der Tag-Nacht-Wechsel. Was mir gerade auffällt, ist, wie geil die Schatten gerade stehen und wie gut die Sonne gerade aussieht. Mir fällt das ja bei anderen Spielen auch immer auf, aber gerade bei Titan Quest ist das relativ subtil, weil man Ich halt die kann das für Kamera dich tragen. nicht frei bewegen kann. Sehr angenehm. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir die Spektralmaterie zusammenkriegen. Ach, das tut gut. Das haben wir jetzt. Dann für die arkane Formel Todesrassel brauchen wir. Ich lege das mal hier hin. Spektralmaterie, Essenz von Achilles Tapferkeit. Die haben wir schon hier. Und die Schriftrolle der Arkanen Macht. Die legen wir nochmal hier hin. Und damit haben wir jetzt alles für diese Formel. Und wir kriegen die Todesrassel, die uns Giftschaden gibt. Und Schaden. Also das klingt jetzt alles nicht so spektakulär. Aber ich bin einfach froh, dass wir jetzt mal genug Zeug haben, um uns das Ding hier Deine Sachen herzustellen. sind bei mir sicher. Und ich bin auch relativ stolz darauf, dass ich das jetzt ohne Hilfe gemacht habe, weil ihr habt mir auch schon Kaufe jetzt noch angeboten. deine Tränke. Was Bis lab? nächste Woche bekomme ich keine neuen rein. Oh, die labern mir immer dazwischen, wenn ich euch irgendwas sagen will. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das Komm gemacht ruhig habe. wieder. Dass ich das gemacht habe ohne eure Hilfe. Es gab ja schon das Angebot von euch, dass wir das irgendwie im Multiplayer austauschen. Vielleicht komme ich nochmal später darauf zurück mit dem Austauschen von Gegenständen, aber aktuell bin ich ganz froh, zumindest Relikte? dieses erste Relikt heißt das. Ah ne, dieses erste Artefakt selbst herzustellen. So, wir schmeißen hier die Formel rein. Dann brauchen wir diese Gegenstände. Schmeißen wir mal zuerst das hier hin. Dann das. Und dann diese Schriftrolle. Und dann können wir für 75.000 das Artefakt erstellen. Und das ist ja ziemlich günstig, würde ich sagen. Oh. Wieso speicherst du das nicht? So. Alles rückgängig. Und Artefakt anfertigen. Sind sicher. Jawohl. Und da haben wir es. Die Todesrassel. Vervollständigungsbonus plus 11 Geschicklichkeit. Nehmen wir gerne mit. Und jetzt können wir das hier direkt hier anlegen. Mal gucken. Ach, wow. Sehr schön. Schaut euch das mal an. Schaden pro Sekunde. Ich weiß, das ist jetzt sehr kurz gedacht, aber schaut mal. Plus 60 Schaden pro Sekunde. Das gefällt doch hier den einen oder anderen Titan Quest-Spieler. Das tut gut. Einfach, ich hatte die ganze Zeit einen leeren Gegenstandslot und jetzt habe ich den gefüllt und Bis das dann. ist. Ich musste nichts wegwerfen. Ich habe einfach nur einen Bonus bekommen. Das ist ein gutes Gefühl. Und es gibt ja wahrscheinlich noch viel, viel bessere Artefakte, falls ihr Empfehlungen habt für Artefakte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere von euch geile Artefakte hat. Schreibt sie doch mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, wonach ich denn vielleicht als nächstes suchen sollte. Das war jetzt ein sehr einfaches Artefakt. Und ich habe gar kein Gefühl für die. Oder hatte gar kein Gefühl für die bis jetzt. Und ich bin gerade mega fasziniert von der Wirkung. Plus 30 Giftschaden, 10 Schaden, Angriffsgeschwindigkeit. Fantastisch. Ja, herrlich. Ich verkaufte nochmal mein Nur überflüssiges das, was Zeug. du hier siehst. Viele Dinge, die mir einfach nur Intelligenz bringen. Da kann ich den auf jeden Fall schon mal verkaufen.
Wahrscheinlich kann ich den auch verkaufen. So, dann sortiere ich das nochmal neu. Der kann weg, die kann weg. Und das passt dann auch schon. Hol ich mir nochmal ein paar Tränke. Oh, ich könnte jetzt mein Gold herumlaufen. Wieso nicht? Tschüss dann. Wieso eigentlich nicht? Oh. Das ist Gold. Naja, hat auch was. Passt vielleicht auch besser hier zu dem Klima. Und gelber Unterrock. Fantastisch. Und neu eingekleidet und neu eingedeckt mit dem Artefakt fliegen wir zurück in die Sphinx, in der wir gerade sitzen. Guter Start. Mal gucken, ob wir den Unterschied merken. Ja, also diese Schläge gegen die kleinen Biester fühlt sich gut an. So. Okay, das sollte kein Problem werden hier. Erstmal alle andocken. Oh, nicht weglaufen. Oh, diese Steuerung. Ein Mist ist das teilweise. Oh, die sterben einfach nur an Blutungsschaden. Oh, jetzt habe ich vergessen, mir eine zweite Waffe auszusuchen. Das war ja eigentlich der Plan. Hm. Naja. Geht doch, da wirkt natürlich... Oh, wieso habe ich hier die Waffe gewechselt? Da wirkt der Giftschaden natürlich nicht, wollte ich sagen. Und da habe ich natürlich gerade die Waffe mit dem Giftschaden benutzt. Oh, ist das eine Truhe? Ja, tatsächlich. Ich sehe nichts. Ah ja, jetzt sehe ich wieder alles. Ein paar Knöpfe zu viel gedrückt und schon sieht man nichts mehr. Hm, was ist hier los? Kein Loot. Moment, ist er auch in der Luft erstarrt? Kollege, bist du tot? Anscheinend. So, erstmal da dran und dann gucken wir mal, ob wir hier dran kommen. Nein. Rings, ja, alles gut hier. Oh, was war denn das? Da habe ich wieder irgendwas Feines eingesammelt. Vielleicht das hier? Seths Verrat? Wahrscheinlich. Oh, ein Schlag gegen die Klingenfalle und sie ist down. Und eine Wolfsklaue für mich. Ein balsamierter Toter. Und ich bin gleich auch tot, wenn es so weitergeht. Ah, hier. Ich habe den Obelisken gar nicht gesehen. Aber solange der da ist, spawnen immer wieder neue Geister. Hm, bin ich vergiftet? Das ist kein gutes Level-Design, wenn man so eine Maschine nicht sieht beim Reinkommen. Oh, ah, sehr gut. Rehchef und Toter König von Nubien. Oh. Bisschen Gift von allen Seiten. Hm. Da nehme ich dann doch lieber noch einen Trank. Nicht genug Energie. Hm. Gift, Gift, Gift. Jetzt muss ich echt aufpassen. Hm, was ist das für eine Rampe? Endgegner?
Die große Swings. Ich speichere nochmal zur Sicherheit. Puh, massive Steintür wird geöffnet. Und wer wartet hier unten auf mich? Ruhenden Schrein von Harpy. Okay. Hand des Gleichgewichts. Ah, da ist doch das, was wir gesucht haben. Unser letztes Artefakt. Und da läuft schon eine belebte Konstruktion auf uns zu. Und noch eine. Wow, 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 wow. Kollegas, bleibt mal, chillt mal euer Leben. Oh, das ist, hat keine Wirkung auf die. Erstmal die Mumien killen. Das geht relativ schnell. Und Attacke. Und zack. Eine ist down. Das bringt wohl nichts gegen die das Horn und ich benutze es trotzdem ständig. Komm schon. Und auch er hier. Und ein Achievement Unlocked, Tough Crowd. Hm. Ah, herrlich. Ein bisschen looten, Hand des Gleichgewichts. Schönes Zepter. Oder? Ah, hier ist es. Kann ich das tragen? Nee. Oha! Erstmal das ganze Gold einsammeln. Wie ist das? Pilum? Pilum des Verzehrens. Lebensentzug, Lebenskraftschaden und Angriffsschaden in Leben gewandelt. Ist wahrscheinlich ein Zweihänder, oder? Hm, steht da nicht. Ah, nee, diese Speere sind ja teilweise gar nicht zweihändig. Ich brauche das Schild nicht. Ist doch ein Zweihänder. Nee, aber ich kann die beiden Waffen nicht gleichzeitig tragen. Das ist ja irre, dass das nicht geht. Na gut. Ist ja auch nur grün, ne? Und so gut war es auch nicht. Bin ich doch ein bisschen eingeschnappt. Da habe ich was Gutes bekommen und dann war es gar nicht so gut. Beziehungsweise da habe ich was Seltenes bekommen. Sehr gut. Wenn ich mal auf die Hauptquest gehe, dann sehe ich, dass ich alles fertig habe. Ich könnte jetzt direkt so im Imhotep gehen nach Memphis, aber ich schaue mir erstmal Gizeh an und aktiviere dort den Teleport. Einmal komplett raus. Das machen andere Spieler auch schöner. Dann gibt es am Ende eines Dungeons die Möglichkeit, vorne wieder rauszukommen. Und das hatte Titan Quest auch noch nicht. Titan Quest macht sehr viel richtig. Also es ist schon unter den Diablo-Klonen wahrscheinlich mit das beste Spiel. Zumindest unter den Klassikern. Aber es hat viele Komfortfunktionen einfach nicht. Und dazu gehört auf jeden Fall halt das am Ende, dass man am Ende eines Dungeons wieder vorne raus muss. Ich könnte jetzt auch einen Teleport benutzen, aber irgendwie muss ich ja dann trotzdem wieder zurück vor die Sphinx kommen. Und die Tatsache, dass ich jedes Monster einzeln anklicken muss, um es anzugreifen, ist auch echt nervig. Und ich verstehe nicht, weshalb es damals noch keine Lösung dafür gab. Grim Dawn macht das ja richtig. Das haben die Entwickler dann doch schon gelernt mit der Zeit. Und die Tatsache, dass man einfach so wenige Stats sieht, enttäuscht mich extrem. Und schon wieder in der Luft erstarrt. Was ist denn heute los? Hm. Nichts für mich. Und wieder raus vor die Sphinx. Ich wusste doch, dass die Sphinx was Übernatürliches hat.
Dieser Ausweis könnte ich hier auch rein. Stimmt aber nicht. Was machen denn die Geister am helllichten Tag draußen? Ich schaue mir erstmal die Pyramiden hier oben an und dann gucke ich unten weiter. Hier ist auch ein Portal, was ich anscheinend übersehen habe. Oh. Oh. Okay. Tatsächlich, hier ist das Portal. Ja, super. Dann habe ich ja genau das, was ich wollte. Ich nehme die Beschwerde von eben zurück. Ich hätte mich da unten auch locker nach hier teleportieren können, wenn ich das Portal vorher gefunden hätte. Und jeder Normale wird ja auch das Portal nicht finden, wenn er von hier reinkommt und direkt in die Sphinx geht. Ein bisschen ärgerlich. Kampfmarkierung. Die Todesstarre. Alle meine Gegner zerfallen nicht. Okay, die Geister zerfallen hier in dem Fall, aber ansonsten bleiben die einfach in der Schockstarre stehen und sind plötzlich tot. So. Da schon wieder. Die bewegen sich einfach nicht. Habe ich vielleicht einen Bug? Habt ihr das auch, dass sie einfach so stehen bleiben teilweise? Das kann ich ja nachvollziehen, dass das ein toter Käfer ist, aber das hier... Und noch eine Kampfmarkierung. Ergibt wahrscheinlich keinen Sinn, die jetzt auch noch einzusammeln, aber mache ich einfach mal. So, ist die Map hier zu Ende? Ja. Du brauchst mehr Energie. Noch ein eitriges Sekret, sehr gut. Ich kann mich nicht bewegen, jetzt aber. Oh, viele Geister. Oh, ich kämpfe schon wieder mit dem anderen Kram. Ah, ich drücke ständig auf W aus Versehen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. So. Mal wieder an die Tastenbelegung gewöhnen. Oh, da ist noch eine Quest. Sehr gut. Noch mehr kannst du nicht tragen. Hier. Oh. Noch mehr Spektralmaterie, schadet bestimmt nicht. Du brauchst mehr Energie. Ich quatsch erstmal mit dem Typen hier. Monster sind hier eingebrochen. Sie müssen aufgehalten werden. Wenn sie den Sarkophag des Pharao besudeln, dann werden schreckliche Dinge passieren. Okay. Kufus Fluch. Um den kümmern wir uns gleich, sobald wir unsere Gegenstände abgegeben haben und noch eine Spektralmaterie eingesammelt haben. Sehr gut. Ist ja echt gut zum Farmen hier. Ah, okay, das war das eine große Portal in Gizeh. Dann können wir hier auch direkt die Hauptquest aktualisieren und die Gegenstände abgeben. Ich hoffe, das aktiviert jetzt nicht irgendwie einen Kampf oder so. Sei gegrüßt. Alles weg wahrscheinlich. Auch das schmeiße ich jetzt einfach weg, beziehungsweise verkauf's einfach.
Und ansonsten sieht das doch ganz gut aus. Mögen die Götter dich beschützen. Unsere Kisten sind geräumig und sicher. Geräumig und sicher. Das hier haben wir jetzt auch voll. Das ist der Außenpanzer, sehr gut. Dann haben wir hier noch diese Zähne voll, Wolfsklaue. Also keine Zähne. Eitriges Sekret hatten wir auch schon mal. Hier, oh ja, haben wir auch voll, sehr schön. Und davon haben wir sogar noch eins. Sorry für die Unordnung, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr mir zuschaut. Das kann ich wahrscheinlich auch noch alles verkaufen. Was haben wir denn hiervon schon? Das sehe ich so spontan nicht. Deswegen verknüpfe ich das einfach und Essenz von Seths Verrat. Oder ist hier noch was? Das aus, auch wir sind arm. Ah, hier. Ah, schön. Haben wir jetzt auch vollständig. Nehmen wir doch gerne mit. Und das schmeiße ich hier auch mal rüber. Okay, dann. Gute Reise! Vielen Dank. Ja, ich gebe mal die Hauptquest ab. Mal gucken, was passiert. Ah, da oben. Oh, ist das gut? Vor der Palme. Ich habe ein bisschen Angst, dass es dann hier hinten weitergeht gleich. Ah, vielleicht nächstes Mal. Ich gehe jetzt erstmal zurück. Und dann, wenn ich mich dran erinnere, werde ich wieder dahin. In Memphis weitermachen. Ich sammle dann mal meinen Loot auf. Denn Loot tut gut. Und dann gucken wir nochmal in diese Pyramide bzw. in Khufus Grab rein. Oh. Ja, also Rampen bedeuten eigentlich immer, dass es gleich einen großen Kampf geben wird, wie wir hier sehen. Oh. Ein gelber Gegner, der sofort gestorben ist. Ah. Das ist ja interessant. Wir haben hier drei Türen anscheinend. Ich gehe jetzt einfach mal durch diese hier. Und wieder eine Rampe. Alles mit. Oh, das ist eine neue Essenz. Zumindest kann ich mich nicht an die erinnern. Okay, links war jetzt nichts. Also nichts von Bedeutung. Mal gucken, was ganz rechts ist und dann kümmern wir uns um die goldene Mitte. Oh. Das Steintor und was ist dahinter? Der Allesverschlinger, ein Heldenmonster. What? Ich bin gestorben. Das ist schon lange her, dass ich gestorben bin. Sehr lang. Und dann bin ich einfach an Gift gestorben. Krass, wo bin ich jetzt aufgewacht? Das ist anscheinend mein letzter Brunnen der Wiedergeburt. Zum Glück habe ich das Portal noch da oben entdeckt. Das ist mir unangenehm. Das war jetzt kein super starker Gegner, aber das Gift, da habe ich wohl keine gute Resistenz dagegen. Ich mach vorher noch diese Monster fertig.
So, und wieder rein mit uns. Passive Fähigkeit aktivieren. Und dem Gegner hier Hallo sagen. Erstmal Stun. Ah, oh, der hat ja wieder volles Leben. Wie man das so macht bei Endgegnern. Okay, das ist kein Endgegner. Wie man auch hier an diesem kurzen Kampf sieht, aber trotzdem. Ja, das war jetzt irgendwie unspektakulär, nachdem ich so plötzlich gestorben bin. Hey. Ich will mich nochmal drehen. Komm, dreh dich. Jetzt. So kämpft man gerne. Ein Klick und alle sind down. Oh yes. Ein grüner Gegenstand. Gift. Ich merke das aber auch einfach nicht mit dem Gift. Oh, der eine hat mich schon bemerkt. Na gut. Ah, hier ist der Sarkophag. Der war gar nicht in der Mitte. Die Gegnerhorden hören nicht auf. So, jetzt schauen wir uns mal kurz den Gegenstand an. Das war das hier. Ja, kann uns egal sein. Ist ein Gegenstand für intelligente Leute und das ist Elevitios bestimmt nicht. Okay, und nachdem wir noch die Gegner besiegt haben, Gift. Hier sind keine mehr. Öffnen wir den Sarkophag. Oh, hallo. Oh, das sind aber viele. Mit euch habe ich nicht gerechnet. Ihr seid sehr groß, aber auch sehr schwach. Okay, jetzt habe ich diesen Sarkophag geöffnet. Da kamen vier Skelettdiener. Vier riesige Skelettdiener. Noch mehr kannst du nicht tragen. Den Stab des Khufu, den ich nicht tragen kann. Da bringt auch Sortieren nichts. Hier bringt Sortieren was. Okay. Und hier drin liegt hier eine Mumie oder nicht? Sieht nicht so aus. Ja, sorry, aber hier wurde schon geplündert. Aber witzigerweise nicht der Stab, sondern nur die Mumie. Jetzt schauen wir uns auch die mittlere Kammer an und dann geht's weiter. Wahrscheinlich geht's dann zurück nach Memphis, um die Aufgabe zu erledigen. Weil ich will noch den Weg zurücklaufen. Es gibt noch den einen Weg, den ich noch nicht gelaufen bin, den kann ich noch mitnehmen. Oh, das ist jetzt aber schon ein längeres Let's Play. Soll euch nicht stören, aber ich will die eigentlich immer in einer ähnlichen Länge halten. Da habe ich jetzt einmal nicht aufgepasst. Aber wir haben nochmal eine schöne grüne Axt bekommen. Und was die Axt für Werte hat, das seht ihr gleich in der nächsten Folge. Beziehungsweise in der nächsten Folge, wenn ich sie veröffentliche. Für mich ist es jetzt gleich im nächsten Moment. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis bald. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, ich spiele Titan Quest Anniversary Edition. Macht's gut.